Willkommen aus Las Vegas, wo wir das Samsung Galaxy A5 in der Hand haben. Ein 5-Zoll-Handy von Samsung, das das erste ist, bei dem wir kein Akku tauschen können und das komplett ein Unibody ist sozusagen und dadurch natürlich auch aus Metall. Also nicht nur der Rahmen diesmal, sondern auch die komplette Rückseite ist aus Metall, wird trotzdem aber nur 399 Euro in Deutschland kosten, schon Ende Januar. Wie ihr sehen könnt, hinten haben wir eine 13-Megapixel-Kamera mit Autofokus und Flash, ein Lautsprecher noch, beziehungsweise der Flash hat nur eine LED und wir haben keinen Fingerprint-Reader ähnliches hier drin, also auch kein Pulsmesser. Seitlich haben wir hier einen Lautstärkeregler und intern haben wir 32 GB internen Speicher, den wir erweitern können hier an der Seite, beziehungsweise Entschuldigung, 16. Wir können hier eine Micro-SD reintun und noch die Nano-SIM, aber ähnlich wie bei Apple brauchen wir dazu so einen kleinen Pin, mit dem wir hier dann reingehen. Und hier ist An- und Ausschalter, beziehungsweise unten natürlich noch Micro-USB, Kopfhörer und das Mikrofon. Oben steht dann hier nichts, außer dass wir einen Qualcomm-Prozessor hier drin haben und wie ihr sehen könnt, hier auch noch ein weiteres Mikrofon. Qualcomm-Prozessor ist hier natürlich kein Snapdragon 800, sondern etwas abgespeckter. Sage ich euch gleich dann, welcher. Intern haben wir sonst noch 2 GB RAM, 2300 mAh Akku und das 5 Zoll Display hat nur eine HD-Auflösung. Der Snapdragon 401 ist hier drin, 410, Entschuldigung, mit 64 Bit. So schaut das Ganze dann aus in der Bedienung. Wir haben hier Android 4.4 noch aktuell drauf, also 444, das letzte der KitKat-Version und Lollipop-Update wird es auf jeden Fall hier auch geben. Und wir sehen können, es sind ein paar Sachen vorinstalliert, aber das ist ja nicht ein Modell, das im Handel ist. Und wir werden jetzt einfach mal hier den Chrome-Browser aufrufen und ein bisschen anschauen, wie das in der Geschwindigkeit sich hier abspielt. Und wir können dann hier einfach schauen, dass eigentlich Swipe, wenn wir den anmachen, das dann auch okay sein sollte, aber auch hier von der Geschwindigkeit her, das auch völlig ausreichend ist. Auch Display drehen sollte relativ schnell gehen. Vorne die Kamera hat natürlich keinen Blitz und ansonsten kennt ihr ja schon wahrscheinlich die TouchWiz-UI von Samsung. Also hier hat sich zum Beispiel im Vergleich zum Note 4 nicht viel verändert. Das Display ist aber weiterhin wunderschön, ein super AMOLED. 123 Gramm ist das Gewicht von dem Smartphone. Und jetzt schauen wir uns einfach mal die Kamera an. Ich habe hier ein paar Smartphones zum Vergleich. Beziehungsweise zuerst anscheinend geht es um Selfies und ich habe gerade riesengroße Augen, denn hier ist der Beauty-Modus an. Heißt, hier haben wir größere Augen gerade eingestellt bekommen, ein dünneres Gesicht und noch eine schönere Haut und so schaue ich natürlicher aus und ich glaube hoffentlich auch schöner als vorher. Aber um die Selfie-Kamera geht es jetzt wirklich gar nicht, wobei die 5-Megapixel-Kamera wirklich geil ausschaut. Aber schauen wir uns die Rückseite mal an, wo wir dann sehen können, dass auch die Kamera hinten wahrscheinlich wunderschöne Fotos machen kann und der Fokus auch schön schnell ist und wir hier von der Konkurrenz dann auch schnell ein Foto schießen können oder von der Person, die einfach gegenübersteht. Und ich schaue jetzt einfach mal schnell, wie hoch die Videoauflösung hier wäre, denn hoffentlich haben wir nicht nur Full HD, sondern auch, nein, wir bleiben bei Full HD, also das Gerät kann auch kein 4K aufnehmen, aber bei 16 GB internen Speicher, der weit dabei ist, wäre das auch sowieso ein bisschen wenig Speicherplatz. So, wir werden jetzt hier keine Benchmarks installieren, sondern werden uns einfach mal nochmal die Größe anschauen, zum Beispiel im Vergleich zum Note 4, was natürlich ein 5,7 Zoll Bildschirm hat, viel, viel kleiner hier, das Galaxy A5, aber in der Dicke und in der Verarbeitung ähnlich. Und das A5 ist so ein bisschen iPhone-Konkurrent in Asien, denn das iPhone ist natürlich schön aus Metall, aber das A5 ist natürlich viel billiger. Und hier haben wir auch schon das HTC One M8, das auch komplett aus Metall ist, auch mit 5 Zoll Bildschirm. Aber wir sehen können, das HTC ist natürlich ein bisschen größer durch den Dual Speaker, aber nicht viel größer. Aber auf jeden Fall dünner und eigentlich, wenn ihr mich fragt, auch schicker weiterhin. Und mittlerweile auch eigentlich in dem gleichen Preispunkt erreichbar. Aber dafür sogar noch Dual Flash Blitz. Und das LG G3 5,5 Zoll Bildschirm, auch ähnlich groß, größere Auflösung, bessere Hardware drin, bessere Kamera drin. Eigentlich ist alles besser beim LG, bis auf dass es aus Plastik ist und ihr den Akku tauschen könnt. Und es ist auch dünner, aber leichter, vielleicht nicht unbedingt, aber hier sind, wie ihr hier sehen könnt, gibt es natürlich kleine Unterschiede. Das war es auch schon mit dem kurzen ersten Hands-on hier von der CES 2015 mit dem Samsung Galaxy A5 Smartphone. 6,7 mm dünn, 399 Euro Preis, gibt es in 6 Farben ab Ende Januar auch in Deutschland zu kaufen. Dann könnt ihr auch einen Test von uns natürlich erwarten hier im YouTube-Channel, also nicht vergessen zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt.